Udo! Was willst du? Alter Kokettenhals, ich will jetzt die Kanada-Geschenke verteilen. Ja, du kannst nicht das Geschenk in den Kokettenhals. Ich hau dir das. Geschenke kannst du dann verteilen, wenn ich hier fertig bin. Das sind aber besondere Geschenke. Ja, ich hab mir was Schönes überlegt. Was denn? Besondere Geschenke brauchen besondere Orte. Ich mal gleich eine Schatzkarte, versteck die auf dem Platz und du musst sie suchen. Wieso? Ja, wieso? Wieso? Weil das besondere Geschenke sind. Das ist wie bei dir und Bienchen. Bienchen lag ja auch nicht hier auf dem Mittelkreis, du kamst an. Oh, mir ist verliebt, sondern du hast Bienchen an einem besonderen Ort kennengelernt. Ja, aber das hat dir mit Bienchen. Wo hast du Bienchen kennengelernt? Nee. Wo hast du Bienchen kennengelernt? Im Fernsehen. Ist die Wahrheit? In Teletext. Jedes Mal die alte Sülze. Jedes Mal. Ist ein Anwalt von euch dabei? Wie oft darf man nachladen bei Notwehr? Ja, frag ich mich jetzt ganz ehrlich. Wie oft darf ich nachladen? Jetzt geht er aus dem Weg. Ich habe noch eine Frage. Oh, ich komme wieder nicht weiter. Ich hab die Schnauze. Bist du so sauer? Ich will die letzten Du kriegst doch jetzt Geschenke. Ja, das kann ich Aber dann... wir machen das gleich so. Du gehst nach oben. Und ich verstecke die Geschenke, dann kriegst du eine Schatzkarte, die gleich noch oben malen muss und dann suchst du die Geschenke. Die sind aus Kanada, die Geschenke, das ist was Besonderes. Ja, bei dir ist immer was Besonderes. Und kommst du wieder mit solchen Kartoffeln aus dem Laden an oder Popcorn, so eine Scheiße, dann hau ich dir die Scheiße um Ohr zu. Diesmal mache ich es. Wenn das nicht besondere Geschenke sind, so besonders, dass mein Herz aufblüht, dann ich für Blitzkopf lach. Weißt du, was Blitzkopf heißt? Nee. Dass ich richtig fröhlich bin. Das heißt Blitzkopf. Ich krieg eine mittelschwere Krise. Ich muss noch 2 Meter Linie ziehen und du hältst mir von der Arbeit ab. Ich muss noch zur anderen Seite. Auch noch einen Strafraum machen? Nee, Halbkreis ziehen. Dann bin ich fertig. Mein Gott, nee. Udo! Ja! Beeil dich eben, es regnet gleich. Ja, es regnet gleich. Fäuste bei dir. Willst du jetzt denn noch hin? Wieso hast du die Dose nicht von Anfang an mitgenommen? Soll ich zwischen meine Brustwarzen klemmen oder was? Hättest du auch gerne mitnehmen können. Du bist doch dann mit leeren Händen hingelaufen. Wie doll freust du dich auf die Geschenke? Oh, wirklich, ja, ich freue mich unwahrscheinlich. Siehst du das an meinem Gesichtsausdruck, Nick? Die Mimik, die spielt doch alles daher. Ja, du hast eine Ausstrahlung wie ein Uranstab. Ja, der Uranstab. Weißt du auch, dass der Uranstab auch ausschlagen kann? Hier meine Hose! Das werde ich auch noch beim Vorstand Beschwerung machen. Haben wir meinen Container leer geräumt. Haben sie alles hier hingestellt, weil sie da solche Seitenteile reingestellt haben in meinen Schuppen. Und ich kann mal sehen, wo ich meine Sachen unterbringe. Ja, nun beeil dich eben, es regnet gleich. Ja, dann können wir draußen die Geschenke nicht verteilen. Die können wir verteilen, zieh mir eine Regenjacke an. Soll ich die auch noch selber verstecken oder hast du da noch Zeit zu? Bring mir nicht in Brass hier. Nee, ich bleib jetzt ruhig. Stellt er die Farm dahin? Ich habe die Position gewechselt, Udo. Ja, ich positioniere die auch gleich ein. Mir fällt jetzt alles runter hier. Der nimmt nichts mit. Ich wechsle die Position nochmal. Das sieht dann besser aus im Video. Dynamischer. Anstatt einmal zu positionieren, neben mir und was anpacken, positioniert du dich nur nach links und rechts hin. Bist du bereit? Ja. Action, Udo. Ja, Action. Ich kann gleich wieder stundenlang meine Geschenke suchen. Und Wilfried, sein Geschenk steht oben auf dem Tisch. Ja, der regt sich aber ja auch nicht auf. Nee, der regt sich nicht auf. Der kriegt wieder das geilste Geschenk aus ganz Deutschland. Kanada. Udo, Kanada. Ja, Kanada. Ich verstecke jetzt die Geschenke. Das hast du jetzt zum 7. Mal gesagt. Versteck die Geschenke und so gut, dass dich keiner wiederfindet. Du brauchst mich nicht immer so anbrüllen. Ja, ist doch wahr, Wilke. Du musst mir den Schlüssel eben mitgeben. Was willst du denn mit dem Schlüssel? Die will ich vernünftig verstecken und du brauchst doch hier nicht so schreien. Wilke, was möchtest du mit den Schlüsseln? Schlüssel. Nimm die Schlüssel, geh dahin und zische ab und mach es gut. Du musst mir aber eben einen weißen Zettel raussuchen und ein paar Stifte. Ich muss doch die Schatzkarte gleich malen. Ja, leg ich dir gleich alles bereit. Dann können wir ja zusammen malen. Hä? Du gehst auch wirklich mit dem Drahtkorb und holst du mich. Ich hab die Schlüssel vergessen. Oh, pack die dann rein. So,
Hey, mehr kaputt geht nicht. Und ja, natürlich, in Weihnachtspapier. Ich hab kein anderes gehabt. Nee, du hast nie was anderes. Tschüss, Wilfried. Tschüss. Du sollst auch drin warten. Ja, ich wollte eine rauchen. Danke, Udo, dass du das erste Versteck versaut hast. Was machst du jetzt schon wieder? Was machst du gerade? Ja, wir warten auch immer auf den Bus, dass ich nach Kanada fliegen kann. Ich hab keinen Bock mehr. Ich wollte, welcher Schlüssel ist für die Garage? Ja. Und den Schlüssel, den nimmst du für die Garage. Ist das so schwer? Okay, danke. Nee, bitte. Mann, das gibt's. Wenn du nicht aufpasst, dann musst du um noch sehr welche ohne Büchse anrennen. Udo, du bist doch immer dran. Ja, dann leg doch auf. Du musst auflegen. Ja, ich muss auflegen. Ich muss alles hier. Du bist immer noch dran. Das ist ein Gurkenhals, der hat eine Kerbe dran. Die haben alle eine Kerbe. Na, schön am Orgeln, Opa. Ja, siehst du. Wir brauchen keine Schatzkarte. Ich habe keinen Bock, die groß zu verstecken. Es ist kalt draußen. Die sind alle im Bereich vom Verkaufsstand. Mal schwieriger, mal leichter. Bist du aufgeregt? Mir freut sich jetzt. Wie aufgeregt bist du? 100 auf Skala. Weil du weißt genau, mir freut sich jedes Mal, wenn Geschenke kommen. Das weißt du auch. Jetzt bin ich auch ja wieder runtergefahren. Hauptplatz ist fertig, du kannst mich nicht mehr nerven. Jetzt ist ja der Moment der Momente gekommen. Ja. Kanada-Geschenke. Ich sag's dir aber jetzt in aller Liebe. Kommt da ein Geschenk aus einer Hotelanlage, dann brechen wir das ab. Da sind wie immer gute Geschenke von mir. Ja, die letzten 2 Jahre waren einmalig. Wir machen das jetzt nach dem Heiß-Kalt-Prinzip. Wenn du fast richtig stehst, dann sage ich heiß. Und wenn du nicht so richtig stehst, sage ich kalt. Ja, können wir jetzt gehen? Grillen? Gehen! Heiß? Hä? Worum? Wieso heißer, heißer, hier ist es, dein Geschenk bin ich. Dich würde ich noch nicht mal mit einem Handschuh anfangen. Hier fängst du an. Ja, und eins habe ich schon gesehen, beim Laufen schon. So blöd kann man doch gar nicht sein. So doof ist nur dir. Kannst du auch. Was schwer. Schwer ist immer gut, ne? Ja. Schwer ist immer wertvoll, ne? Muss ich die jetzt alle sammeln und dann auspacken oder einzeln auspacken? Das ist schon was Besonderes, das würde ich jetzt auspacken. Ich hab keinen Bock mehr. Was denn? Fängt schon wieder an. Hast mir Mehl mitgebracht. Der Deutschland. War ein Spaßgeschenk. Mehl ist wertvoll. Ja, ich mehl. Das war ein Spaßgeschenk. Die anderen sind wirklich aus Kanada. Echt jetzt? Ja, wirklich. Sonst höre ich auf. Dann suche ich nicht mehr. Dann kann ich auch nicht mehr nach dem Laden fahren und mir das selber holen. Heiß? Heiß? Hier liegt doch nichts. Alles durcheinander gemacht. Ist das ein Geschenk oder was? Ja. Ja, ja. Heiß? Ja, auf der Treppe. Auf dem Trecker. Zigaretten liegen da auch. Was ist das denn? Leere Schachtel. Ich sag's dir. Hey. Also ein ganz besonderes Geschenk aus Kanada. Ja, ich bin jetzt auch ganz. Also das Geschenk hat auch was mit deinem Trecker zu tun. Deswegen liegt es auf dem Trecker. Was ist das denn? Ich duf dir gleich so ein, das kannst du aber hingucken. Da hat er mir einen Duftbaum. Aber aus Kanada. Nee, das ist nicht aus... Ja, der ist aus Kanada. Guck dir das immer an, damit der Trecker gut riecht. Little Tress, ja, genau. Ja, mein Trecker, ich fahre doch noch draußen. Der kann doch gar nicht gut riechen. Mach mir richtig tolle Geschenke, du willst mich nur aufregen. Nein, das ist wirklich ein Duftbaum aus Kanada. Ja. Guck mal, Little Trees, ja, kleine little Bäume. Ja, kleiner Baum heißt das. Ja, den das. Kannst du an den Trecker hängen. Ja. Fahr doch schon draußen, warum soll ich den Trecker hängen? Der riecht ja trotzdem gut. Weißt du was? Ich dachte, du freust dich darüber. Ja, Udo, ich wollte dir ein bisschen Kanada
mit auf den Platz bringen. Ja, oh herrlich. Danke, lieber Wilke. Mein Trecker freut sich auch. Das ist mit Ihnen einmalig. Da bringt er mir so tolle Geschenke mit. Ein Duftbaum für einen Trecker aus Kanada. Andere Leute würden sich drüber freuen. Ja, ich freue mich auch. Wie doll. Ja, siehst du ja. Skala wird explodieren, so freue ich mich. So, und jetzt? Und wo geht's weiter? Den muss suchen. Ja, dann musst du da weggehen mit deinem Körper da. Die Kamera zeigt in die Richtung des Geschenks. Ist schon schwer, ne? War mir klar wieder, dass ich da reinklettern muss und dabei komme. Nimm den Duftbaum da noch mit rein, dann riechst du auch gut drin. Ich dufte gleich ein. Das ist was ganz Besonderes. Zeig das doch erstmal, bevor du es auspackst, damit der Zuschauer ein bisschen Spannung hat. Was kann das sein? Ein Spielzeug. Ich bringe dir doch kein Spielzeug mit. Ja, bei dir alles möglich. Hat er auch hier. Das ist W40 ist das. Was soll ich mit W40? WD40, aber aus Kanada. Udo! Udo, das ist ein Ich hätte mich über ein Geschenk gefreut. Was du weißt doch noch gar nicht, was du kriegst. WD40 aus Kanada. Ja, und was ist da? Was soll ich damit? Ist aus Kanada. Soll ich den Arsch mit Pudern oder was? Ja, du geschmeidig Leute. Nein, das ist WD40. Guck, damit die Leute es wissen. Aus Kanada. Guck mal, da steht ja, lies das mal vor, was da steht. Ja, Udo. Ja, gut. Ja, okay. WD40. Extreme Danger, Danger, Extreme. Ja. Extrem, extrem danger, also extrem gefährlich. Very flammless, concentration on yonder present poison. This container is not shield resistant. Right, the tooth and Usabit. Usabit. Ja, bitte, das ist egal, das ist WD-40. Das kannst du für Schrauben lösen und. Aber das ist WD-40 aus Kanada. Ja. Und merkst du was mit meinen Geschenken? Nee. Sie sind wirkungsvoll. Ja, wirkungsvoll. Ja, aber wie oft brauchst du das Zeug hier? Öfter. Ist es ein gutes Geschenk? Ja, das ist ein gebrauchbares Geschenk. Siehst du? Ja. Also nicht schlecht. Nein, das ist nicht schlecht. Da bin ich auch... Träume mich auch drüber. Wie viele Geschenke hast du eigentlich versteckt? Drei noch. Guck mal, es schneit gar nicht mehr. Nee, Sonne scheint, weil du Geschenke mitgebracht hast aus Kanada. Jetzt kommt die Sonne durch. Schönes Versteck für niemand. Liegt da am Tisch. Das ist ja kein Versteck. Bist du aufgeregt? Ja, bin sehr. Das ist ein geiles Geschenk, Udo. Pack es aus. Bitte. Danke. Ist mir auch gerade aufgegangen, das Band für den Sende. Ich brauch's noch nicht mal auspacken. Hast auch aus Kanada. Ja, ja, gut. Da bin ich immer gespannt, ob das funktioniert. Jetzt zeig mal die Kamera. Warum nicht im Ein? Das ist wie dein Rasentrimmer. Du hast immer zu wenig Band. Ja. Jetzt sag du mal, ich denk nicht an dich. Ja, du denkst. Guck dir das an. Und es ist aus Kanada. Bitte vorlesen. Ja, Hyper Touch. Wie viele Meter sind das denn? 38,1 Meter. Ja. Wieso dann nicht 40 Meter? Warum dann so eine krumme Zahl? 38,1. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, warum hast du denn nicht gefragt? 38,1. 2,4 mm Dicke. Oh, was ist mir froh? Jeder Zuschauer da draußen wird jetzt bestimmt sagen, das ist ein tolles Geschenk, weil ich an dich denke. Ich war im Baumarkt, bin extra in den scheiß Baumarkt in Kanada gefahren und hab dir Trimmerband gekauft. Ja, mir ist auch gefroh, Ja, aber nächstes Mal stehst du hier, Trimmerband ist auf. Oh, Moment, Wilk hat mir Trimmerband aus Kanada mitgebracht. Oh ja, dann werde ich daran denken. Und wenn ich dann schneide, dann denke ich in dem Moment an Kanada, dass da kälter ist als hier und ich freue mich über ein Trimmerband. Wir können das Band ja mal testen und hauen dir das so lange um Ohren, bis du lachst. Und anschließend tue ich dir deine Ohren von einem links nach rechts durchsaugen. Das muss ich auflisten. Pfund Mehl. So ein Duftbaum. Für den Trecker. Ja. WD-40. Aus Kanada. Ja. Drei Geschenke. Hyper-Touch Sensenband sind vier Geschenke, da fehlen ja noch zwei. Ja. Ja, und wo sind die? Das eine ist richtig schwer versteckt. Ich zeige mit der Kamera hin. Da muss ein bisschen länger suchen. Ja, weil ein Stein drauf liegt. Ich wollte auch eins verbuddeln. Ja. Bei deinen Geschenken würde ich dir auch verbuddeln. Ich hätte keinen Bock, war kein. Nee, bei deinen Geschenken würde ich auch verbuddeln. Wie glücklich bist du? Sehr glücklich. Ich freue mich jetzt schon wieder, dass. Aufzumachen. Vielleicht wird es ja doch noch mal ein persönliches Geschenk.
Ich gebe mir immer Mühe. Am besten ist dabei dein Gesicht zu filmen, weil du immer das Gleiche machst. Guckst da unten aus dem Geschenk. Was ist das? Ah, der mir Arbeitshandschuhe. Ich hab da 500 Paar Arbeitshandschuhe. Aber nicht in Vereinsfarben und auch nicht aus Kanada. Nein, auch nicht aus Kanada, auch nicht in Vereinsfarben. Mir ist, also, Wilke, also wirklich. Und die sind auch genau Winterfans. Was ist denn, also jetzt seien wir ehrlich. Der hättest du besser Wilfried schenken können, der hier nehme doch kalt. Der kriegt vernünftige Geschenke. Ja, da war mir klar, dass der vernünftige Geschenke kriegt. So. Ja, jetzt sei doch mal, ey, komm, Udo. Ja, ich bin, oh, danke, Wilke. Also ich, erstens, muss ich jetzt ganz... Guck mal, hier sind wir nicht aus Kanada. Ja, ich sehe. Steht ja immer ja. Englisch, ne? So, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, erstmal auf solche Ideen zu kommen, solche Geschenke zu besorgen, das ist schon einmalig. Ja. Ich denke doch nur an deinen Arbeitsschutz. Ja, ich finde das auch ja richtig gut. Ich muss, bin wenig überraschen. Überragend freue ich mich innerlich. Ich zeig's nur nicht so. Das hat mich das letzte Mal gefreut, als ich Durchfall hatte. Stellst du die Leiter jetzt da ab, oder was? Nee, nee. Ich stell die Leiter nur hier ab. Fahr dann nach Köln, um mir einen Helikopter zu mieten, um hier zu landen. Natürlich laufe ich hier hoch. Soll ich zuerst hochgehen? Nee. Wieso? Ich muss das doch filmen. Ja, dann geh. Ja, warte, das steht noch nicht richtig. Warte, kann ich noch ein bisschen schiefer stellen? Vielleicht hast du Glück. Liegt ziemlich leicht. Leicht ist ja nicht immer gleich. Nee, 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 aber es geht auch hier nicht auf den Preis an. Nee. Sondern es geht mir, du hast hier... Mit ja, wieso beschwerst du dich dann über jedes Geschenk? Ja, weil das nicht so persönlich ist. Ich beschwere mich ja nicht. Ich freue mich doch innerlich. Ich zeig's nur nicht. Hab ich dir schon ein paar Mal gesagt, ich zeig's dir nur nicht. Und da braucht doch kein Zuschauer nachher wieder reinschauen. Oh, war das Udo ja undankbar. Nein! Ja, du pack das Geschenk doch aus. Was hat denn Bagger Jacket? Was ist das nun denn wieder? Ich werd hier... Was soll ich denn mit Bienenschwammnetz? Bienenschwammnetz? Das ist so hier. Eine Antikäferjacke, wenn du wieder hier am Arbeiten bist. Ja, was soll ich damit? Ja, dass die Käfer dich nicht angreifen. Aus Kanada. Aus Kanada. Der Riesenkäfer steht vor mir. Ja, Schere brauche ich auch und Tesafel. Pack die dann doch eben ein, die Geschenke. Und hier die Tesafel. Das hast du da weggepackt. Ich habe das nicht eingeräumt. Ich habe das nicht eingeräumt. Du warst, wetten, was ist da hinten und du warst schon Geschenke luren? Nein. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Nö. Ich hab nur da in der rechts. Wo sind die denn? Weiß ich nicht. Mit mehr Liebe kann man Geschenke nicht einpacken. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, ne? Da muss man unwahrscheinlich sein. Das sind aber Wilfrieds Geschenke. Wie, drei? Ja, du hast doch schon sechs bekommen. Ach so, ja gut. Ja, ja. Ja, ist egal. Also das ist wunderbar eingepackt. Also besser kann man keine Geschenke. Das wird's auch so im Geschäft kriegen. Das meins. Ja. Und wer packt jetzt erst aus? Du. Ja, mit dem Brot. Da kann nichts sich auch bilden. Doch. Ja, ein bisschen fester, glaube ich. Er hat sich, glaube ich. Okay. Kann, ja, wenn das Hotel ist, ne? Ein Bademantel aus dem Hotel. Ich bin jetzt ganz ruhig. Ich mach das Reden mich auch nicht auf. Nee, das kannst du doch. Oh. Oh. Kanada-Tasse, das ist eine schöne. Sag mal her. Die ist schön. Also wirklich, das muss ich echt sagen, das ist schön. Das ist eine schöne Tasse, ne? Ja, das ist eine wunderbare Tasse, die bleibt auch. Und da steht auch hinten Kanada-Fax drauf. Lies mal vor. Wirklich, ich kann doch das Englisch nicht so. Das klingt ja, als wenn ich irgendwo aus dem Tunnel rauskomme. Kanada-Fax. Kanada-Watts. Exhibition. In, also Kanada ist 1867 gegründet worden. Stimmt das? Richtig. So, Kanada produziert über 85%. Kanada produziert über 85% of the world, auf der Welt, Maple Syrup. Was ist Maple Syrup? Steht vor dir. Das ist Ahornsirup aus Kanada. Aha. Richtig, richtig lecker. Echter Sirup. Der schmeckt richtig toll. Das kannst du so Pfannkuchen und so essen. Also das ist wie heißt der Sirup, den wir hier in Deutschland noch haben. Dieser schwarze. Aron.
Aaron. Ahornsirup, das Zuckerrübensirup hier in Deutschland. Ja, und dieses aus Tanten. Aus Ahorn. Das ist richtig, richtig. Mach mal auf und probier das mal. Mit einer Fingerspitze. Das kannst du doch nicht trinken. Ich hab die Finger schmutzig. Und? Lecker. Ah, ne? Ja, da hast du ja aber wirklich. Also jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich begeistert. Jetzt kann zeigen. Das musst du auf Pfannkuchen und so machen. Ja, gut, ja, das war mir klar, dass ich da auf Pfannkuchen oder gar nicht auch ein Brötchen machen. Ja, kannst du auch. So. Eine schändlich geile Mütze. Bitte. Also jetzt muss ich Riesenlob. Jetzt ja. Langsam. Jetzt langsam geht mein Herz auf. Mir blüht der Herz. Also nach all den Strapazen, was du mir heute schon wieder so. Aber egal. Du bist Mützenfan, ne? Ja, ich bin ein ganz großer Mützenfan. Und was noch? Dann T-Shirt, ne? Ja. Ey. Auch aus Kanada mit. Oh, X-Loge. Du hast ja sogar an meine Größe gedacht. Na klar, sag mal her. Ja. So, mein Das Junge. Sind nicht die teuersten Geschenke, aber das ist was Schönes. Das kommt vom Herzen. Das ja. Du hast die Hände schmutzig. Jetzt will ich mal, dann lustig. Bin ich dankbar, kriegst wieder Lack. Das ist lustig. Das kann ich gerne. Alter, ich hab. Eine kurze Korthose. Du bist doch Korthosen, Wilfried. Aber geil, Alter. Eine kurze Korthose. Aber das Geilste ist, zieh dir im an. Ich will dir den dünnen weißen Bein. Wilfried, im Anziehen, Udo, oder? Nee, meine. Er ist so kalt, ist ja. Der. Oh, Wilfried, bitte. Nächstes Mal zieh dir die an, nächstes Mal. Du hast Ideen, ich weiß nicht, wie du noch zu. Er ist doch. Egal. Du bist doch Korthosen, Wilfried. Ja. Ja. Du meinst, jetzt, du kommst da jetzt mit der Hose von ab, ne? Von der. Ich wollte dir eine lange Korthose kaufen, weil du Korthosen, Wilfried, ja. bist. Jetzt habe ich dir eine kurze Korthose aus Kanada gekauft. Jetzt brauche ich dir doch keine zweite Korthose kaufen. Ja, mit langen. Wilfried, du bist auch undankbar jetzt. Hat er jetzt ein geiles Geschenk. Das kommt noch. Ich bin dankbar. Ja. So. Oh, schön. Oh, ja, war nach vorne gezeigt. Sag mal her. Wirklich toll. Ja, das ist ein Ravensburger Puzzle Kanada Collection. Also, das ist hier Banff. Das ist die Stadt, wo ich war. Super. Toll. Ist aber tatsächlich aus Kanada. Ne? Das habe ich nicht hier in Deutschland gekauft. Und warum kannst du das nicht ein bisschen zeigen? Schön da unten auch, ja. Ja. Toll. Eine Woche. 2-3 Tage zusammen. Ja? Mhm. Toll. So muss ich ihn packen. Also einpacken kann er. Super. Auf die Kanada-Mütze. So. Das ist kein Honig, das ist auch Sirup. Muss doch Sirup. Oh, geil. Schön. Ja. Man muss jetzt ehrlich sagen. Es gab das Rote leider nicht in deiner Größe. Die hatten nur noch S und so. Und dann habe ich gedacht, scheiße, weil das Rote echt gut aussieht. Du hast dir wirklich Mühe gegeben, muss man echt sagen. Und da darf ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, liebe Zuschauer, wenn ihr das Video gesehen habt, alle ein Herz für Wilke unter den Kommentaren. Ja. Ich habe aber auch noch eine Sache. Wir haben ja in dem Video kurz darüber gesprochen, wo du deine Frau kennengelernt hast. Ne? Ja. So, du hast deine Frau ja im Videotext kennengelernt. Ja. Ich würde mal schön finden, wenn jeder Zuschauer, der das möchte, jetzt seinen Partner in den Kommentaren verlinkt und mal erzählt, wie und wo er seinen Partner kennengelernt hat. Wenn er es möchte. Wenn er es möchte, das ist echt interessant. Also, wenn ihr möchtet, ne? Ja, schreibt das gerne mal in den Kommentaren. Und wir würden uns freuen. Mir hat Bienchen den Teletext kennengelernt und mir steht da auch zu. Das war damals einmalig und heute bin ich froh. Also, liebe Leute. Das war's für heute. Bis Mittwoch. Video ist aus, Kamera aus. Sonntagmorgen hier ein Auto machen. Mir weiß gar nicht, was ein Auto ist. Jedes Mal dieselbe Kacke hier, Sonntagmorgen. Da kommt ihr auf solche Trichter. Wir müssen Aufnahmen machen, Outro-Aufnahmen. Ich hätte wohl ein Auto, aber doch kein Outro-Aufnahmen. Mein Gott, nee. Sonntagmorgen.
wo ich normalerweise mit Bienchen zum Frühstücken schön am Tisch sitze. Jetzt soll ich auch noch einen Trecker rausholen, oder was? Sonntag morgens hier einen Trecker rausfahren, damit mir der Nachbar noch mehr auf den Schlips geht. Ja, du, ey, weißt du, der hat mir noch mal mehr lieb als sonst was. Das ist es. So was Blödes hab ich nicht. Jetzt fahre ich hier durchs Outro. Ich fahre durch Outro. Hier, Outro. Na, liebe Zuschauer, danke, dass ihr unser bescheuertes Video immer anguckt. Teilen und liken. Und Daumen nach oben lassen für so was Bescheuertes. So, jetzt muss ich umdrehen. Ah, ja, Gott, nochmal. Das ist die ganze Scheiße hier. Jetzt geht der in die Garage. Schaut. Schaut einfach mal in unseren Shop vorbei, da unterstützt ihr unseren Verein mit. Also ist ganz lieb von euch. Und wie gesagt, das Video immer schön teilen und liken. So, und jetzt fahre ich in die Garage. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Ich will jetzt nach Hause mit meinem Bienchen frühstücken. Nein. So was bescheuert, so ein Heckmeck hier am Sonntagmorgen machen. Kriegst du noch eine Krise hier?